Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich mal wieder ein Vitamalz, und zwar ein Vitamalz Sport. Und ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Entschuldigung, denn ich mich an deinen Namen nicht erinnere. Aber irgendeiner von meinen Stammzuschauern hat letztens mal erwähnt, er hätte ein Vitamalz mit einem blauen Etikett gehabt. Das habe ich jetzt hier auch. Das ist der Vitamalz Sport, isotonisch. Qualitätsgarantie mit 0% Alkohol. Kalorien reduziert. Weniger süß. Er lässt ja immerhin hoffen, dass die da keinen, sag schon, keinen Süßstoff reingemacht haben. Das enthält Wasser, Gerstenmalz, Glucose-Fructose-Sirup, Kohlensäure, natürliches Aroma, Hopfenextrakt. 30% weniger Kalorien durch Zuckerreduktion im Vergleich zu herkömmlichem Malztrunk in Deutschland. Und das Malz bin ich sowieso isotonisch. War das nicht einer der Vorteile davon? Ja, die machen es weniger süß, aber dafür ersetzen sie den teuren Zucker durch ein billigeres Glucose-Fructose-Sirup. Was ich auch gehört habe, soll nicht so gesund sein wie Zucker. Riecht malzig. Und einer der Gründe, warum ich Malzbier so gerne trinke, ist, dass das so süß ist. Das heißt, ich habe die Befürchtung, dass mir das nicht so besonders schmecken wird. Und ich muss mal dran denken. 29 Kalorien. Ja, das ist diese typische Reduzierung, die ich glaube auch bei der Sprite und hier bei diesem Schweppes Limo-Gedöns hatte. Zumindest bei dem zweiten, bei dem Mango. Das mit den Zitrusfrüchten, das war ja noch richtig süß. Riecht malzig. Erschreckenderweise. Und das ist ja auch kein Malzbier, das ist ja auch ein Malztrunk. Und wie ich befürchtet habe, mir ist das nicht süß genug. Schmeckt ein bisschen nach Brot. Also eher ein bisschen wie dieses Quasszeug. Da fällt mir ein, ich muss auch noch mal in den russischen Supermarkt fahren. Dass ich mir mal richtiges russisches Quass besorge und nicht das Zeug, was Lidl letztens mal, das ist gut, ist auch schon über ein halbes Jahr her, im Angebot hatte. Ich meine, man kann es trinken. Am besten eiskalt genießen, das tue ich, das kommt auf den Kühlschrank. Wie gesagt, mir fehlen die 30% Zucker. Ich meine, positiv ist, der Malzgeschmack bleibt lange im Mund. Schmeckt wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver als in der regulären Variante. Was ich den auch hoch anrechne, ist, da es die reguläre Variante anscheinend noch gibt, habe ich jetzt schon länger nicht mehr getrunken. Ich trinke ja meistens, wenn ich Malz getrinkt hat, Bolten. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also nach dem Sport ein Malzbier. Ja, okay, kann man tun.
Weil wenn ich nach dem Sport richtig Durst habe, wäre mir da hier, um eine größere Menge auf einmal relativ schnell zu trinken, zu viel Kohlensäure drin. Das ist dann tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich bevorzuge, Wasser zu trinken. Und dann Wasser, nicht stilles Wasser, das mache ich nicht wirklich. Wobei, wenn ich richtig Durst habe, trinke ich auch das. Also dann nehme ich auch gerne mal Wasser mit ein bisschen weniger Kohlensäure. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mir ist es nicht süß genug. Schmeckt trotzdem noch malzig. Ich gebe dem jetzt mal einen Seitwärtsdaumen mit der Tendenz nach unten. Mir schmeckt die Originalvariante mit mehr Zucker deutlich besser. Ihr könnt gerne ein bisschen Zucker auf den Monitor streuen, damit er das Video süßer findet. Und dann könnt ihr dem, weil es keinen Seitwärtsdaumen gibt, dem auch gerne einen Daumen hoch geben. Ansonsten freue ich mich auch immer über einen netten Kommentar. Und dann sage ich mal wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.